Hallo Leute, endlich ist es da, das ominöse Star Wars Magazin mit der letzten limitierten Karte zu Serie 4, zu Die Macht Edition vom Lego Star Wars Trading Card, nicht mehr Game, sondern zu Trading Card Collection, zur Sammelkartenserie. Und zwar die LE17 Grogu, und die ist drin in einem sogenannten Mandalorianer Spezial, ja, mit drei Extras hier, und zwar einmal der Minifigur von Sabine Wren, dann der Anfang von limitierten Karte, Nummer 17 hier, Grogu. Das ist die letzte Karte, die zu Serie 4 noch fehlt, dann können wir Serie 4 abschließen, was limitierte Karten angeht. Und ein Booster-Pack mit sechs Karten, und zwar zur Serie 5, zur Jubiläums-Collection, ja. Ja, das Ganze für 5,99 € am Kiosk erhältlich, ist wie gesagt ein Sonderheft, erscheint außerhalb der normalen Heftreihe. Und ja, ich dachte mir, wir schauen es uns mal an. Moment. Wir rocken es auf, gucken uns die ganzen Extras an, blättern durchs Heft etc. Und dann schauen wir weiter. So, Extras sind weg. Hier ist das Heft. Plastik kann auf die Seite. Da hätten wir einmal Sabine Wren Minifigur. Sehr schön. Dann ein Booster. Lego Star Wars Trading Card Collection. Jubiläumsedition, 25 Jahre Lego Star Wars, genau. Und hier die limitierte Karte aus Serie 4, weil hier sieht man es hinten. Da ist noch nicht das 25 Jahre Logo drauf. Das sieht man dann, wenn wir das Booster aufmachen auf der anderen Rückseite. Die LE17, der gute Grogu. So, aber erstmal blättern wir ein bisschen durchs Heft. So sieht das Ganze aus. Lego Extras, Sabine Wren, zu jeder Mission bereit. Dann cooles Spiel, heißes Duell, rette Grogu. Ein super Comic, ist kein großer Schock, oder? Die Meilenstein-Mission und zwei tolle Poster und hier nochmal die limitierte Karte. Also gehen wir rein. Was haben wir hier? Werbung fürs Lego Star Wars Magazin, das regulär erscheinende. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis. Cooles Extra hier mit der Minifigur. Sehr nice. Und dann geht es auch direkt los mit einem Comic. Die Meilenstein-Mission. Doppelseite Comic. Zweite Doppelseite Comic. Einzelseite Comic und Werbung fürs Lego Minecraft Magazin. Dann haben wir wieder eine Doppelseite Comic. Noch eine Doppelseite Comic. Die dritte Doppelseite Comic jetzt in Folge. Cool. Dann eine Einzelseite Comic und dann ist das Comic auch zu Ende. Dann haben wir hier ein Poster. Und zwar der Landspeeder vom Luke hier mit Luke und 3PO. Irgendwie fehlt mir der R2 hinten. Das Abenteuer beginnt. Ich hätte drauf geschrieben, los, lass flitzen, wie im Film. Aber ich hätte R2 noch hinten draufgelegt irgendwie. Naja, egal. Und dann in der Mitte noch, oh, das ist der Weg hier. Mit verschiedenen Mandalorianern im Hintergrund und vorne Din Djarin drauf. Der Mandalorianer. Dann Werbung für das Lego Ninjago Magazin, Dragons Rising, und ein QR-Code für eine Umfrage. Dann ein Spiel auf der Flucht. Okay. Sehr nice. Dann noch mehr Spiele hier. In der Falle. Fett gegen Kenobi. Also Jango Fett gegen Obi-Wan Kenobi. Dann ein Quiz. Altes Wissen. Mandalorianer Quiz. Der Mandalorianer Mix. Und wer ist wer? Dann 28. Extra Sabine auf geheimer Mission. Okay. Das ist wahrscheinlich die Sabine hier in dem, als Extra nochmal. Genau, weil es kommt ein Comic. Exklusive Flucht zu Sabine. Einzelseite, dann Doppelseite Comic. Und mehr wie drei Seiten hat das Comic auch nicht. Da unten ist Ende. Dann haben wir Rätsel. Heimtückischer Hinterhalt. Drei Wege, ein Ziel. Und ein Spiel Druidenpflichten. Und dann sind wir schon auf der letzten Seite. Hier wäre also die Vorschau. Aber da das ja ein einzelnes Heft ist, eine Sonderausgabe, zu der es keine zweite Ausgabe gibt, ist hier einfach nur Werbung für das Lego Star Wars Magazin. Noch mehr Lego Star Wars Action gibt es hier. Genau, hier gibt es einen QR-Code. Da kann man sich fehlende Ausgaben nachbestellen. Sieht man ein paar Beispielausgaben. Hier hört der Spaß nie auf. Genau. Und Werbung fürs Lego Marvel Spider-Man Magazin. Und last but not least, Werbung für die Lego Star Wars Trading Card Collection Serie 5, die Jubiläumsedition, 25 Jahre Lego Star Wars. Genau. Ja, dann fangen wir doch mal an mit der Sabine Minifigur.
Was ich auf jeden Fall richtig cool finde, ist, dass da die beiden Blaster dabei sind, diese speziellen Mandalorianer Blaster. Was ich geil fände, wenn auch ein Haarteil dabei wäre. Ja, auf jeden Fall das kleine mit den Zielsuchern dann für den Helm. Also ich fürchte, Haare werden keine dabei sein. Nee. Das wäre natürlich cool. Doch! Doch, Alter, wie geil ist das denn? Mega cool. Oh, das ist ja eh auch die Seltenheit, dass beides dabei ist. Alter, wie cool. Da haben wir das Gesicht von Sabine. Ja, einmal hier vielleicht zwinkernd und dann hier böse guckend. Und dann haben wir hier ihre Haare, und zwar die lila Haare. Sehr, sehr cool. Das müsste die Sabine sein aus der Ahsoka-Serie. Alter, wie cool! Oder statt der Haare ihr Mandalorianer-Helm. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mal eine richtig tolle Minifigur mit Haaren und Helm. Und dann hat sie natürlich noch hier diese coolen Mandalorianer-Blaster hier. Ja, normal, sonst haben ja alle Charaktere immer dieselben Blaster, die es nur in der kleinen Version gibt, in der normalen Version oder in so einer ja, Long-Rifle-Version, sag ich mal. Ja, aber halt doch diese speziellen Mandalorianer-Blaster. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht entscheiden, ob ich sie mit Helm auf oder ich finde es einfach fast mit Haaren, finde ich es irgendwie cooler, ich weiß nicht. Also erkennt man direkt, dass es die Sabine sein soll. Alter, mega cool. Hätte ich ja nicht gedacht, dass da wirklich die Haare dabei sind. Ja, und an den Helm kommt dann normalerweise noch dieses Zielsuchding dran, aber ich weiß nicht, ich finde, der Helm sieht doch so eigentlich viel cooler aus. Zumal auch meistens, wenn die Helme abgebildet sind, das Zielsuchding gar nicht dran ist. Ja, also ich lasse die Tüte jetzt zu. Ihr könnt es euch vorstellen, denke ich mal, also mit Sabine Wren, mit Haaren und Helm. Mega cool, wie gesagt. Also ich kann mich erinnern, wenn Captain America drin war oder Thor oder so bei den Avengers-Sachen. Hat man entweder den Helm von Captain America gehabt oder man hat halt den Steve Rogers darunter mit einem Haarteil gesehen. Beides war aber, glaube ich, nie drin oder am Anfang zumindest mal, kann sein. Genauso auch bei, was weiß ich, bei Thor. Entweder mit seiner Mähne oder mit seinem Helm. Beides eher die Seltenheit geworden. Wahrscheinlich ist es zu teuer gewesen, aber cool, dass sie es hier wieder machen. Bei Sabine, gerade auch mit dieser ausgefallenen Haarfarbe dann eher, das ist cool. So, dann machen wir noch das Booster zu Serie 5 auf. Es gibt eine Platin-Karte, das wäre natürlich mega nice. Hier ist die Spezialkarte, die kommt das Ende. Hier sieht man auch das, was ich meine mit der Rückseite. 25 Jahre Lego Star Wars sieht man dann hier und auch hier die Rückseite ist ein bisschen anders designt, während wir hier die Rückseite von der Serie 4 haben. So, wir hätten der Imperator. Charakterkarte. Jar Jar Binks, noch ein Charakter. Dann haben wir die Skythe, Transportschiff des Großinquisitors. Das ist mega nice, auch die Karte. Dann haben wir den Battle Droid Troop Carrier. Das ist ein Set, das andere ein Fahrzeug, das ist jetzt ein Set. Dann hätten wir eine Puzzlekarte hier mit Darth Vader und Boba Fett im Hintergrund. Und die seltene Glitzerkarte ist Boba Fett. Ja, als Holo-Foil-Karte. Genau, das also die sechs Karten hier zur Jubiläumskollektion. Und ja, zur Machtedition haben wir hier noch die letzte fehlende limitierte Karte, die LE17 Grogu. Sehr, sehr nice. Jo, keine Werte, weil es ja nur noch eine Sammelkartenserie seit Serie 4. Also haben wir einfach nur den Grogu und damit die letzte limitierte Karte. Und auch diese Karte habe ich hier für euch einmal da. Heft zweimal gekauft und die könnt ihr gewinnen. Was müsst ihr dafür tun? Wie immer, den Kanal abonnieren, mit der Glocke am besten. Dann ein Video da oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Star Wars. Dann seid ihr im Lostopf. Einsendeschluss wie immer heute in einer Woche. Dann geht der Random Comment Picker drüber und sucht einen Kommentar aus mit Hashtag Star Wars raus. Und die Person, die den Kommentar verfasst hat, gewinnt dann diese Karte. Sobald mir eine Adresse vorliegt, würde ich die Karte dann noch schnellstmöglich rausschicken, das ist klar. Ich drücke allen Teilnehmenden die Daumen und würde mich freuen, wenn ihr auch ohne Gewinnspielteilnahme dem Video einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat, einen Kommentar verfasst und oder den Kanal abonniert und am besten auch die Glocke aktiviert. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich wie immer Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute!
Ciao, ciao.